Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen Video zu Clash of Clans. Und ja, das eigentliche Video kommt jetzt gleich im Anschluss, aber es kommt jetzt noch was dazwischen, und zwar das Sneak Peek von Clash of Clans auf der Facebook-Seite. Und zwar zeigt Sneak Peek doppelte Clan War XP für eine Woche lang. Das ist anlässlich des First Anniversary of Clan Wars. Ja. Deswegen gibt es jetzt eine Woche lang doppelte Clan War XP. Wahrscheinlich werden die dann einfach zu den normal errungenen Clan War XP dazugerechnet oder halt verdoppelt einfach am Ende dazu. Und ja, die Aktion läuft eine Woche lang wie beschrieben. Ob es was anderes Neues gibt, werde ich dann gleich sehen. Ich werde gleich wieder bei Supercell, bei Clash of Clans reingucken, mein Spiel. Vielleicht gibt es noch was anderes Neueres. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Auf alle Fälle freue ich mich darüber. Geile Sache. So, aber das war's jetzt zu diesem Bild. Viel Spaß beim eigentlichen Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen kleinen Video zum Spiel Clash of Clans. Ja, wie immer natürlich im Hintergrund mein Dorf. Und ja, das heutige Thema soll sein eine Verteidigung, und zwar diese hier. Ich zeige euch mal ganz fix, die ist jetzt zwar uninteressant von der Sache her, aber es geht mir mehr um den Inhaber dieses Accounts, diesen VN Liverpool. Ja, die Verteidigung, ja, er hat halt versucht, da was rauszuholen. Ihr seht selber. Mit Barbaren, Bogenschützen und Kobolden hat er die Blitzschläge, glaube ich, gar nicht genommen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. War ich auch ganz froh drüber. Und ja, ist egal. Es geht nicht um das Video an sich jetzt, ich will es euch nochmal zeigen, wie er mich angegriffen hat. Er hat, glaube ich, auch verloren gegen mich, weil er jetzt keine Truppen mehr hatte und hatte nur noch die Blitzschläge mit. Und hat er wahrscheinlich erkannt, oh, das Rathaus kann ich mir ja gar nicht mehr mitnehmen. Und deswegen gingen die Pokale eben an mich. Der Sieg, die Pokale von diesem Angriff. Und ja, Angriff ist zu Ende. Ihr seht, er hat 3000 Gold geholt, 3000 Elixier, 26 Trophäen verloren. Ich dementsprechend die 26 Trophäen dazu gekriegt. Und ja, wie gesagt, es ging nicht um den Angriff, sondern es geht um seine Base. Ich gehe ihn mal besuchen. Da musste ich gestern erstmal richtig lachen, wo ich sie gesehen habe. Ihr seht die Base. Ich weiß nicht, was darstellen soll. Ich weiß es echt nicht. Weil ihr seht, das dunkle Lager ist geschützt und auch die Goldlager, die aber leer sind, also fast leer zumindest. Seit ich so lange auch. Ich weiß nicht genau, was ich von der Base halten soll. Weil eigentlich die Base richtig, also die Base ganz geil vom Ausbau her, weil aha, 9 maxed, würde ich sagen, ja. Alles maxed. Auf Rathaus 9. Und ja, er wird wahrscheinlich gerade noch die Mauern bauen. Alle auf Max 9. Und ja, ich weiß nicht, warum er diese Base hat, frage ich mich. Ich wollte ihn auch gestern angreifen, aber er war gestern aktiv. Ihr seht, die Clownbrücke steht mittig von dem ganzen Haufen. Und ich denke mal, das Einzige, was er schützen will, ist eben das Lager für Dunkles hier. Weil er, ihr seht, er hat 112.000 Dunkles. Und ich denke mal, das will er schützen. Den Rest will er wahrscheinlich gar nicht schützen, sonst würde er es ja nicht so sinnlos herstellen. Und ihr seht, er ist wieder aktiv. Naja, weiß ich nicht. Hat mir gestern auf alle Fälle viel Freude bereitet, diese Base, wo ich das gesehen habe. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Weil es ist ja keine, also es ist schon eine WTF-Base. Aber irgendwie ist es eben auch was Sinnvolles. Weil er ja das dunkle Lager doch ganz gut schützt. Weil man muss ja erstmal durch die Mauer durchkommen. Der X-Bogen schützt die ganze Sache ganz gut. Und ja, ist schon eine feine Sache, sowas. Habe ich noch nie gesehen. Ja, apropos WTF-Base oder halt Troll-Base. Ich habe ja auch, was die hier? Ich hatte mir auch in den letzten Tagen mal eine Trollbase gebaut. Ihr seht diese hier. Ich zoome mal ein Stück raus. Ja, ihr seht, ich habe die im Internet nachgebaut. Da gibt es die so ähnlich schon. Nur im Internet, da war die Rathaus 9. Und jetzt, ich habe ja Rathaus 10. Deswegen habe ich hier die noch etwas nach meinem Geschmack umgebaut. Ihr seht, in der Mitte die deutsche Flagge. Also im Grunde genommen, der Angreifer sieht ja da nur in der Mitte einfach nur die zwei Inferno-Türme links und rechts. Mehr sieht er ja nicht. Weil die Desert sind versteckt, die Riesenbomben sind versteckt. Und ja, aber ich wurde noch nicht angegriffen damit. Ich hatte die Base auch, ich glaube, erst einen Tag mal aktiv gehabt. Wird wahrscheinlich in Zukunft mal noch eine Folge kommen. Sollte jetzt nur zum eine kleine Vorankündigung sein. Zu der eben schon gesehenen WTF-Base von ihm. Ist eben dieses, ist keine WTF-Base, ist einfach nur eine Troll-Base, sag ich mal. Weil. Eigentlich setzt man die Truppen ja nicht in die Mitte rein, weil in der Mitte gibt es ja fast gar nichts zu holen. Aber nun gut, egal. Suchen wir mal einen Angriff.
Ja, ich wollte auch noch sagen, dass sich noch mehrere Leute, also drei Leute, glaube ich, hatten sich noch einen Clan-Besuch gewünscht, also dass ich sie mal besuchen, ein Video und ihre Base bewerte. Und ja, das werde ich, denke ich, demnächst mal noch machen, weil ich habe mich auch Rikis entlang wieder gefunden. Ich habe gemerkt im letzten Video, dass ich im total falschen Clan war. Es war ja irgendein französischer Clan in dem Video, wo ich ihn gesucht hatte, aber er ist ein deutscher Clan. Etwas peinliche Sache, aber passiert halt. Nun gut, werde ich auf alle Fälle nochmal nachholen in nächster Zeit. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch auch mal besuchen soll, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon drei Besuche für die nächste Folge. Ich denke, einen kriege ich schon noch rein oder noch mehr. Ich kann auch noch mehrere Besucherfolgen machen. Kommt drauf an, wie viele Leute da Interesse hätten. Mir macht es auf alle Fälle Spaß, eure Bases zu sehen, zu beurteilen. Ich bin zwar auch nicht Gott in Clash of Clans, sage ich mal, aber ich kann ja einfach mal einen Blick drüber werfen, wie ich die Base finde, also was ich ändern wollte, vielleicht könnte ich noch irgendwie sowas in der Art. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch Interesse dran hättet, wenn ich sowas machen wollte bei euch, machen würde. Und ja, oh, was ist hier schon wieder los? Es ist wieder nichts zu finden. Nichts, 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 gar nichts zu finden. Ich glaube noch ein, zwei, und dann werde ich das wieder einen kleinen Cut reinmachen, wie gestern schon in der Folge. Ihn hier vielleicht, nein, nicht zu viel. Noch zwei. Eins, 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 eins und zwei. So Leute, dann bis gleich. So Leute, da bin ich also wieder. Ich hatte gerade ein kleines Problem mit meinem Mikrofon. Leicht peinliche Aktion. Und zwar habe ich ja, also ich nehme ja meinen Ton über die Webcam auf. Von meinem Mikrofon, oh Gottes Willen, über das Mikrofon von meiner Webcam. Weil ich finde echt, das klingt ziemlich gut, die Webcam. Und ja, da ich meinen PC direkt vor meinem Bein stehen habe, also damit ich sitze halt direkt vor meinem PC. Und ich habe die Webcam über USB halt auch vorne in den PC angesteckt. Und jetzt ist mir halt passiert, damit ich halt also die Kamera durch mein Bein aus dem PC rausgezogen habe. Und deswegen hat es den Ton nicht aufgenommen. Und deswegen mache ich es jetzt nochmal. Deswegen ist jetzt eben kein Live-Angriff. Und ja, ich habe auch eben gesehen, dass eben eine rote Meldung reinkam, wieder, dass in 5 Minuten eine Wartungspause stattfindet, damit man in 5 Minuten eben nicht mehr spielen kann. Da werde ich mal schauen, gleich auf der Facebook-Webseite gucken, also auf der Facebook-Seite von Clash of Clans, ob die da was gepostet haben, also ob was Neues kommt. Aber ich glaube es eigentlich nicht, die haben ja nichts angekündigt. Ich denke mal, es wird irgendwelche Wartungsarbeiten sein. Vielleicht ist es aber auch eine Ankündigung von einem neuen Update. Wenn ja, werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Weil ich euch dazu wahrscheinlich gleich noch ein neues Video bringen kann. Weil aktuelle Sachen wären dann nicht schlecht. Also ein neues Update. Allgemein ein neues Update. Beziehungsweise also Rathaus 11 oder so. Die Gerüchte, die mal im Raum standen. Weil dieses Jahr wird wahrscheinlich schon Rathaus 11 kommen. Würde ich, also gehe ich mir fest davon aus. Weil Rathaus 10 gibt es ja jetzt schon längere Zeit. Und es war schon ganz geil. Wieder ein großes Update. Weil zu Ostern kam ja gar nichts zum Beispiel. Zu Ostern hat man dann wenigstens gedacht, mit einem, also ein Juwelenschub kommt wieder. Aber Ostern war ja wirklich gar nichts. Das war eigentlich ein bisschen schade. Aber wäre natürlich jetzt wirklich sehr geil, wenn jetzt ein neues Update rauskommt. Ist ja egal, ob es ein großes oder ein kleines ist. Ich würde mich trotzdem darüber freuen, wenn wieder was Neues kommt. Jo, wäre eine ziemlich geile Sache von Supercell. Aber das werde ich dann ja sehen. Beziehungsweise ihr werdet es dann in meinem nächsten Video sehen. Oder was ich heute noch hochlade, vielleicht, wenn was Neues ist. Ja, gut, mal noch was zum Angriff hier. Ihr seht's. Der Gegner hatte, glaube ich, 170.000 Gold. Und 350.000 Elixier. Und ja, ich habe eigentlich alles, fast alles geholt. Obwohl der Angriff an sich nicht allzu gut gelaufen war. Ihr habt es gesehen, die Mauerbrecher. Ich hatte 10 Mauerbrecher mit. Davon haben, glaube ich, 3 oder 4 nur die Mauer getroffen. Die anderen sind davor abgekackt schon wegen dem Mörser, wegen dem Minenwerfer. Leicht peinliche Aktion. Aber naja, ich war eigentlich trotzdem ganz zufrieden mit dem Loot. Ihr seht es ja selber. Es sind noch 29.000 Gold da. Noch 14.000 Elixier. Das Dunkel habe ich alles schon geholt. Und ja, der Angriff ist hier auch zu Ende. Ihr seht's, 143.000 Gold, 331.000 Elixier, 1.700 Dunkles und 9 Pokale. Was will man mehr? Und ja, das soll es in diesem Video gewesen sein, Leute. Ich werde euch, wie gesagt, dann, wenn was Neues kommt, auf dem Laufenden halten. In dem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Krischen.